Hallo, willkommen auf meinem Kanal. So, heute von der Baustelle. Nee, natürlich nicht. Wir befinden uns jetzt an einer Autobahnbrücke und direkt dahinter geht es in den Wald. Aber da läuft noch jemand rum, deswegen kann ich das jetzt mit der Kamera noch nicht zeigen. Der möchte nicht gefilmt werden. So, wir gehen heute wieder in den Wald, in das Grubengebiet, das ehemalige, im Großraum Heinitz. Das habt ihr im letzten Video schon gesehen. Und jetzt geht es zum Heinitzer Weiher. Ein schöner großer Weiher, relativ alt schon. Und direkt dahinter beginnt ein Biotop. Das sind einige natürliche Weiher. Also keine Absenkweiher der Grube, sondern wirklich natürliche Gewässer. Die schauen wir uns heute mal an. So, auch hier ausgewaschene Wege vom Unwetter. So, und der Heinitzer Weiher liegt gleich zur Rechten jetzt. Hier kann man schon sehen, durch die Bäume. Hier läuft der Bach. Oder die Bach. Und hier vorne befindet sich der Weiher. Ich war lange Zeit nicht mehr hier. Ich weiß nicht, wie er jetzt nach so einem heißen Sommer aussieht. Normalerweise führt er immer recht viel Wasser. Ja, ist wohl nicht ganz voll, aber zumindest ist Wasser drin, eine ganze Menge. Da ist er. Und hier steht auch mal wieder so ein Hinweisschild. Ja, das ist noch ein Rest hier oben. Hier war mal so ein Trimdich-Parcours. Das ist übrigens mein Hund. Wird der auch mal bekannt? So, das war also ein Absenkweiher der Gruben hier in der Gegend, der Grube. Da wurde also das Wasser hingepumpt, das sich unter Tage angesammelt hat. So, hier ist auch während dem Zweiten Weltkrieg einiges los gewesen hier in der Gegend. Hier gab es etliche Luftangriffe auf die Gruben, auf die Bergwerke, auf die Gebäude. Und soweit ich weiß, auch einige Bunker hier im Wald. Vielleicht sehen wir davon noch was. So, hier ist jetzt mal eine Stelle, wo kein Gebüsch oder Sträucher davor so was Wasser sieht. Da steht auch eine Bank. Sieht ein bisschen baufällig aus. Hier kommt man direkt ans Ufer. So, wenn es jetzt Platsch macht und das Bild kurz verzerrt ist, war ich, das bin ich ins Wasser gefallen. Ist ziemlich groß, dieser Weiher. Hier sind noch ein paar Enten. So, hier geht ein kleiner Pfad, so ein Trampelpfad direkt in den Wald hinein. Mal schauen, wo der hinführt. So, hier kann man noch vage einen Graben erkennen, der hier langläuft, sich hier gabelt. Einer rechts, einer links rum. Das könnte mal ein Schützengraben gewesen sein. Hier geht es ganz charmant nach unten.
So, wenn man hier genau hinsieht, der ganze Wald ist hier von solchen Gräben durchzogen. Hier, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Dahinter läuft noch einer. Hier kommt eine kleine Lichtung. Könnte sich lohnen für die Sondelgänger hier. So, hier der Blick vom anderen Ufer des Weihers, meine ich. Ist das nicht schön hier? Die Sonne spiegelt sich auf dem Wasser. Hier gehen überall Pfade in den Wald. Da ist noch einer. Schauen wir uns das nächste Mal an. Und jetzt gehen wir weiter Richtung Biotop. So, hier sieht man den Heinitzer Weiher in seiner ganzen Pracht. Hier sieht man schön, wie alt der Weg ist. Er war mal gepflastert. So, und hier, das ist scheinbar ein Bachbett. Das ist so Mauer, sowas habe ich nie gesehen. Sieht aus wie eine Sprungschanze. Schauen wir uns mal an. Hier ist auch kein Wasser drin, es ist trocken. Von der anderen Seite sieht man es, glaube ich, besser. Hier sieht man schön, das sind Stufen, die nach unten führen. Das ist scheinbar der Überlauf von dem Weiher. Mal sehen, was es da unten noch so gibt. Auch hier natürlich wieder die üblichen Schmierereien an den Wänden. Und da unten ist noch ein Gebäude. Mal sehen, was das ist. So, jetzt habe ich den Weiher einmal komplett umrundet, also fast komplett. So, das war die kleine Minitour um den Heinitzer Weiher. Und jetzt sind wir ganz rum und sind wieder an der Baustelle angelangt. Hier über mir verläuft die Autobahn. So, also dann bis zum nächsten Video. Auch wenn heute nichts Spektakuläres dabei war. Wäre schön, wenn ihr mir ganz viele Kommentare da lasst. Vielleicht ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Ihr dürft natürlich die Videos auch gerne teilen. Oder so weitergeben. Ja, dann macht's gut. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.